Und welchen Weg so eine Rose hinter sich hat, damit sie auch im Winter bei uns in der Vase blüht, das schauen wir uns jetzt an. Wir sind hier in einem Gewächshaus im Gebiet von Cotopaxi, auf beinahe 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Von der Struktur her haben wir eine Pflanze, die am Boden breit ist, mit vielen Stämmen und weniger oben. Obwohl die Pflanze oben voller aussieht, hat sie weniger Stämme, damit wir eine bessere Qualität der Stämme erreichen. Diese Stämme werden hier am Äquator besonders lang. Wir bekommen hier Stämme mit bis zu einem Meter Länge. Und die Knospen werden sehr groß. Hier sind wir in einem Gebiet, in dem wir veredeln und die Rosen für die Anzucht vorbereiten. In diesem Schritt werden die Unterlagen von den Dornen befreit, damit wir neue Rosensorten darauf veredeln können. Diese Unterlage heißt Natal Briar und kommt aus Afrika. Sie ist sehr gesund und entwickelt ein starkes Wurzelgeflecht, das sehr gut im tropischen Klima von Ecuador wächst. Diese Gentlemen hier sind spezialisiert auf Veredeln und davon leben sie. Eine erfolgreiche Veredelung bedeutet, dass das Auge an der Unterlage anwächst. Wie Sie hier sehen können, habe ich eine Unterlage mit einem eingesetzten Auge. Wie Sie sehen, ist es sehr gut eingesetzt und sehr sauber. An diesem Tisch verbinden die Gentlemen die Unterlage mit einem Plastikfilm, um sicherzustellen, dass das Auge auch anwächst. Normalerweise kommen unsere Blumen in der Früh zwischen 6 und 8 Uhr mit dem LKW entweder direkt aus Amsterdam oder vom Wiener Flughafen, werden hier sofort entladen und kommen dann so schnell wie möglich ins Kühlhaus. Schauen wir jetzt ins Kühlhaus. Hier sind wir jetzt im Kühlhaus bei 2 bis 4 Grad. Das ist wichtig, um die Qualität der Rosen einfach beibehalten zu können. Wie man vielleicht sieht, zum Beispiel bei diesem Karton hier, das sind Ecuador-Rosen, kommen die Blumen trocken, das heißt, sie sind nicht auf Wasser gesetzt. Das halten sie auf, solange sie bei 2 bis 4 Grad gelagert werden. Um den Bruch der Kühlkette so kurz wie möglich zu halten, kommen wir hier jetzt in die Produktion raus und ab dem Moment muss es richtig schnell gehen. Hier werden unsere Rosen ausgepackt und werden der ersten Qualitätskontrolle unterzogen. Die Damen schauen, ob die Rosen beim Transport ein Problem haben, ob sie eine Druckstelle bekommen haben. Das Ganze wird mit einem Karton geschützt und wird der ersten, wie gesagt, Sichtprobe unterzogen und anschließend in die Maschine eingelegt. Hier werden die Bunde angeschnitten, dass sie dann nachher wirklich gut das Wasser aufsaugen können. Anschließend automatisch etikettiert und noch einmal einer Sichtprüfung und einer Qualitätskontrolle unterzogen. Um die Rosen beim Transport zu schützen, kommen sie noch einmal in einen Überkarton. Der ist Nummer 1 wichtig, wie gesagt schon, dass sie nicht beschädigt werden. Und Nummer 2, dass auch die Kühlkette, wenn sie mal unterbrochen werden sollte, beim Ausladen immer schön konstant bleibt.
Anschließend werden die Kartons palettiert und müssen so schnell wie möglich wieder zurück ins Kühlhaus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich muss jetzt ein bisschen weiterarbeiten. Ciao, ciao.